Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus mit Amon und Lukas. Wir bleiben weiter bei der Burg und Fiesta. Hat ganz gut funktioniert. Welcome to Nova. Wir haben zwar leider in der letzten Runde ganz knapp verloren. Wirklich ganz knapp. Ja, magischer Schaden brauche ich schon, ne? Ja, passt aber so. Passt echt so. Wölfe, nö, muss nicht sein. Ochsenstaat, Nimbus ist dabei. Geht klar. Wir gehen ein bisschen weiter zurück diesmal. Ich möchte nicht zu weit vorne sein. Diese Runde wird was, ich riech das. Es funktioniert einfach super. Mit Amon Lukas zusammen. Habe auch viel gelernt. Und lass mich leicht belehren. Deswegen spiele ich auch so gern zusammen. Mit anderen gerade, weil wenn du mit einem Random zusammenspielst, ja, da ist das Absprechen immer sehr schwierig. Das funktioniert nicht immer. Zesora, da drüben ist ein Pyro. Da geht nicht viel. Autosend an. Das macht am meisten Sinn. Zweiten Worker für mich, also den vierten. Und mehr passiert hier nicht. Vorne Wurzelquallen hin und gerne auch diese Eindringlinge oder dann die Ninjas, wie auch immer. Sowohl auch die Knochenkrieger. Ebenfalls nicht verkehrt. Dann stellen wir den dahin. War wirklich nicht schlecht, er hat trotzdem zwei mitgenommen. Die kleinen Feinheiten machen es halt doch noch aus. Hau das Worker rein. Ja, sieht doch gut aus. Drei sind durch, die halte ich ab. Aber ich habe jetzt leider nicht mehr genug, um irgendwas großartig zu bauen. Außer diese Knochenpimmel. Könnten hier noch einen hinstellen, den kann ich dann zum Magier machen. Irgendwie sowas. Sieht erstmal ganz komisch aus. Aber es macht am Ende Sinn, wenn es aufgehört ist, ich verspreche es. So, wir gehen auf 8 und 18. 18 die Kobras. Auf 8 und 10. Und 10 ist der Großvater. Wie eine Schnecke reingekriegt. Die großen Leben sind der Auochse. Okay. Aber ja, war klar, ich hab den Worker geholt, da hatte ich kein Geld mehr. So, jetzt können wir natürlich Upgrades machen. Wir nehmen aber hier den Ninja mit. Dann kann ich da noch die Wurzelqualle hinballern. Ich hole Worker. Ich will dich noch einen Knochenkrieger platzieren. Das macht keinen Sinn. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal magischen Schaden. Guck mal hier, Shuriken. Da halten die ein bisschen länger. Da kann man diese Fernkämpfer machen. Werde ich später gefokust. Für den Moment zumindest.
glaube ich, für die 18 und sowas gar nicht schlecht. Die Turtle reingeballert. Jetzt brauche ich nur 80 Piepen, damit ich den Knochenmark hier aufwerten kann. Ja, ich brauche immer ein bisschen länger. So viel Schaden habe ich noch nicht. Knochenmagier steht. Das heißt, hier kann ich den auch noch mal genauso platzieren. Also dann den Bonecrusher. Und würde dann den Ninja auf die andere Seite packen. Die Wurzelqualle rüber, damit das so ein bisschen getauscht wird. Ah, kam nicht mehr raus. Schade. Oh, 100. Aber nur Aufwertungen. Ich habe eine Schnecke gekriegt. Aber ich werde jetzt nicht gierig und Bonewalker. Ich muss hier Fiesta verteidigen. Da bleibt man dabei. So, du kommst mit rüber. Baue ich noch einen Knochenmagier auf. Weil hier drüben so, naja, wirklich noch mehr Knochenkrieger brauche ich jetzt nicht. Das ist immer so verlockend, so die letzten paar Piepen in Knochenkrieger zu stecken. Aber es macht gar keinen Sinn. Genau wie in Bienen und in Ratten, so wenn du ganz wenig Gold noch übrig hast. Hat eine Seeschlange, aber die steht. So, die ist da hingelaufen, okay. Na? Gerade so. Wurzelqualle am Start. Zack. Aber er hat nur eine Seeschlange aufgewertet und einen Pyro. Sonst gar nichts. Wüstenpilger. Das heißt, ich vermute mal, da kommt noch irgendwas Dickes hin, wenn er die aufwerten will. Ich weiß nicht, 8 ist nicht so meine Wave, na? Ja. Das ist das Gute. Er weiß immer schon Bescheid. Ne, das schaffe ich nicht. Er weiß immer schon Bescheid, wenn ich überlegen muss, dass er mir vorsagt, was ich schicken soll. Auf der Wave war ich wirklich schwach, weil ich wenig Schaden aktuell habe. Aber jetzt kann ich einen Elite Archer da einstellen. Und dann hat sich das erledigt. Ich mach das so. Hau ihn da in die Ecke. Mal drüben, dass Bitter nicht wirklich stark ist, aber der Elite Archer bringt mich schon voran. Nee, diesmal funktioniert das nicht. Ich habe einen Archer gebaut. Ja, dass ich die Welle nicht wirklich durchkomme, das war mir schon bewusst. Weil er 4 Arcane Verteidigung hat. Und die Heals. Aber auf 10 könnte gut sein. Aber ist gar nicht so schlecht. Ein Triple Heal, ne? So, mal locker bauen. Okay.
Können wir auch mal bauen. Dann haben wir noch zwei. Und dann baue ich hier mal den Bone Crusher auf. Damit der auch endlich mal steht. Die beiden mache ich dann auch mal noch. Aber vielleicht nicht nächste Runde. Entweder baue ich noch einen Leader Archer oder werte ihn auf, den ich habe. Da ist der ganz schnell down. Aber 10 ist gut wegen der Account-Verteidigung. Bei den dreien und bei den hier. Ich muss Stich mit reinknallen. Aber da sind wir wieder bei der altbewährten Kacke, dass irgendwie kein Stichmittelding gibt. Naja, ich warte ja schon. Weil wenn es irgendwie noch so ein 100er gäbe oder sowas. Irgendwas mit Stich, aber gibt's nicht. Es gibt nur Echse, Unhold und dann den Mimik. Der bringt mir allerdings am meisten. Und danach ist dann halt auch nur der Centaur. Kann ich upgraden? Ja! Sehr gut. Das wollte ich sehen. Der hält das. Ja, da kommt dann noch eine Schnecke mit. Mehr kriege ich jetzt nicht zusammen. Aber die Runde ist so ein bisschen ausgeglichener als die letzte. Da mussten wir wirklich übelst kämpfen. Pirat, der hat den von null aufgebaut. Der war letzte Runde noch nicht da. Sehr gut. Oh, ich habe leider kein Gold mehr für die gekriegt. Das ist wirklich super. Ja, mein Elite-Archer ist aber noch da. Also ein paar Schatzkanten. Der hat sogar noch mal den gebufft. 40 Leben. Können mal einen Blocker holen auf jeden Fall. Ich wäre auch dafür gegangen, aber ich glaube, ich nehme nur Pulverisierer. Und mach den auf meinen Elite Archer. Das gefällt mir besser. Und jetzt können wir theoretisch Nimbus platzieren, den aufwerten. Ja, und dann ist Schluss irgendwie. Dann hol ich noch einen Worker. Aber ich finde das Pulverisieren unglaublich hilfreich. Uff. Auf dem Nimbus hätte es vielleicht noch mehr gebracht. Wobei, die Berührung wollte ich jetzt nicht nehmen. Ach, guck an. Zwei Worker. Hohoho. Ja, wir könnten den neuen hinstellen. Das ist gar nicht schlecht. Wir bauen den mal auf. Ne, ich nehme den in der Ecke. Mal nach 14 schicken. Ja, Arkane Verteidigung ist gut. Ich kann wieder Mimik reinknallen. Auf jeden Fall Stichschaden. Das ist unheimlich wichtig. Voreis wäre nicht schlecht.
Zentaur wäre auch nicht schlecht. Oh, 95. Ja komm, dann hau ich da noch einen Ninja hin. Das habe ich noch hingekriegt. Ah, darum verschreibe ich mich immer, das gibt's doch gar nicht. Viel zu aufgeregt hier. Davor ist wäre meine andere Option gewesen. Dann hau ich Mimik wieder mit rein. Machen das genauso. Dann sieht das doch gut aus. Ja, und jetzt die Blut einfach noch mit. Die ist immer gut. Schauen wir mal. Ich habe auch 460 gekriegt. Ich habe jetzt nicht die Dreieinigkeit rausgehauen in dem Moment. Aber vorher ist es schon nicht schlecht. Hat ganz schön dicke Einheiten. Mini-Leben! Ach, ich hab schon richtig reingekackt, aber dafür bin ich durchgekommen. Ja, das wird, glaube ich, nicht viel bringen. Die kriegen mehr auf die Fresse. Wir müssen vielleicht den King aufwerten. Ja, aber 17 ist richtig fett für mich. 17 ist richtig fett für mich. Wir werten die auf. Komm, dann werte ich den auf. Und dann hätten wir 3 Goldgefäße, um den nächsten aufzuwerten. Aber 17 ist super stark für mich. Da kackt der ab, die ab, die ab, der ab. Der und der und der. Ist wirklich gut. Ist wahrscheinlich auch die Wave, wo er am schwächsten ist. Und das war für uns relativ einfach abzuwehren. Auch nichts geschickt. Oh, hier brauchen wir 355. 345. Ja, ich könnte noch einen Elite Archer platzieren. Den upgraden. Schluss. Das Ding ist halt, wenn die jetzt schicken, könnte es böse ausgehen für uns. Müssen wir mal schauen. Gut, dann machen wir noch ein paar Schuriken rein. Aber okay, die Schuriken sind schon fett. Und dann kriegen wir vielleicht noch Voreis zusammen. Aber das brauche ich fast gar nicht, weil die Metalldrachen mit ihrem Stichschaden schon übelst stark sind. Die sind unglaublich viel wert.
Aber wenn ich kein Vorheiz mehr reinkriege, dann kriege ich einen Mimik noch rein. Wir werten auf. Mimik geht noch rein. Holy shit. Und noch Sanddachs. Okay, das ist wirklich die Dreieinigkeit. Gut, dass ich die reingeschickt habe. Weil die bombigen Tanks. Aber man merkt schon, umso höher man kommt, desto schwerer werden die Gegner auch. Ah, holy shit. Ich habe vergleichsweise sehr wenig, was ich hier schicken kann. Aber auch minus 800. Die Frontline ist schon gut geschrumpft. Meine ist aber schon down. Scheiße. Aber Armor Lukas hält noch gut. Okay, ich bin gut durchgekommen. Armor Lukas auch durch. Er hat gehalten. Sehr gut. Holy shit. Ich habe ja so fett verkackt. Aber es wird eng. Es wird eng. Ja! Victory. Oh. Puh. Schon wieder so eine knappe Runde. Aber diesmal haben wir gewonnen. Ach du Kacke. Ja, das war. Wir hätten jetzt noch verkackt. Gut, dass er gehalten hat mit seinen paar Dingern. Ja, weitere knappe Runde von Leech DE2. Lasst gerne ein Like da für das Video. Ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannt Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.